Hallo miteinander. Vor gut 1, 2 Monaten war ich zum ersten Mal wirklich Hotpot essen und es war unglaublich gut. Seitdem wollte ich dann mal schauen, ja, was für Alternativen man zu Hause hatte. Und tatsächlich, ausgerechnet dann, gab es sie im Asia-Shop gerade im Angebot für 4 Euro. Zwei Varianten, vegetarisch und dann auch nochmal mit Beef. Ich würde sagen, ich habe gerade Lust auf Beef, dass wir uns dem hier widmen. So. Ist auch recht wuchtig. Ich habe es tatsächlich hier vorne, hoffentlich genau, auch etwas angerissen, weil ich ja immer mit Verpackungen zu kämpfen habe und das unglaublich peinlich ist, weil meistens die Verpackung gewinnt. So. Fünfzehn Minuten, dann sollte es fertig sein. Ja, kriege ich so raus? Ich glaube schon. Schaut gut aus. So. Wie angekündigt, anscheinend vier Verpackungen. Beziehungsweise Packungen so rum. Steck. So. Hilfe. Ich krieg mich auf. Als erstes fange ich mit dem Essen an. Irgendwie nur die Hälfte raus. Ich glaube, das wird schon scharf genug. Schon alles mir halb entgegen. Ich drücke da noch ein paar Pilze. So.
Ja, die Stäbchen zusammenzuführen, zusammenzusetzen, tut weh. Tatsächlich muss ich offen gestehen, dass ich kein Fan von diesem Hotpot gewesen bin. Einfach die Basis, die Soße selbst war unglaublich ölig und vor allem auch scharf. Also der Chili-Geschmack und auch Geruch hat alles andere übertüncht. Man konnte sich auf nichts konzentrieren. Das Einzige, was da noch, ja, ansatzweise Geschmack gebracht hat, war der Lotus, weil er unglaublich bitter gewesen ist. Und ja, ansonsten die Gewürzkörner, die man aus Versehen mitgegessen hat, das war nicht so optional. Also insgesamt, es war lustig. Ich wollte das unbedingt schon mal machen und ich liebe Hotpot, aber zu dieser speziellen Version würde ich jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal greifen. Ich habe sie leider aber, also Beef-Geschmack, nochmal gekauft gehabt, aber ja, schwamm drüber. Ich mache das dann einfach mit einer Freundin nochmal gemeinsam, weil sie das auch super interessant findet. Auf jeden Fall war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdessen gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.